Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns SciGo an. Viel Spaß beim Schauen. Bevor wir mit der Vorstellung des Projekts anfangen, lass einfach mal kurz die Seite auf dich wirken. Ich mache mal auch hier das Ganze in Farbe und es dürfte dich natürlich hier einfach mal an Steppen erinnern. So sieht Steppen aus, so sieht das Ganze hier aus, du siehst also keinen großen Unterschied. Ich stelle das Ganze vor, weil mich natürlich viele Leute darauf ansprechen und die sagen, ey, Earn to Move, mach mehr davon. Dann natürlich auch, ist SciGo ein Scam oder nicht? Ist das Ganze hier ein gutes Projekt? Wir schauen uns das Ganze an. Am Ende gibt es wie immer natürlich meine Meinung dazu. Wir fangen jetzt aber hier mal an. Wir schauen einfach mal runter, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar wird das Ganze hier als Web3 Lifestyle App beschrieben. Du kannst also mit einem NFT, was hier ein Fahrrad ist, Münzen verdienen, um am Ende des Tages natürlich Geld zu verdienen. Du kannst dein Fahrrad aufleveln, du kannst es vermieten, du kannst ein neues minten, du kannst es mit Sockets verschönern und verbessern, du kannst was kaufen und verkaufen und natürlich NFTs sammeln. Dann hast du hier eben Target. Wir möchten das Ganze als Web3 Health und Fitness, also Gesundheit und Fitness App rausbringen. Unsere Mission ist es, inspiriert auf viele, dass das ganze Leben gesünder, besser sein soll, wie halt immer in den ganzen Bewegungs-App. How we profit, we take small taxes, also die werden kleine Gebühren hier nehmen beim NFT und so weiter, um sich selber finanzieren zu können, also im Endeffekt auch wie bei Steppen. Wie du siehst, ich möchte hier nicht so tief in die Materie einsteigen, denn du wirst gleich sehen, warum, und spätestens beim Fazit wirst du auch wissen, warum. Jeder kann es nutzen und so weiter. Du siehst also, es wird hier beworben und dann hast du hier die Tokenomics. Du hast hier einmal GET, was natürlich wie GST aussieht, nur eben hier mit dem Fahrrad, und dann GCT. Sieht auch aus wie bei Steppen, da braucht man nicht drüber reden. Du weißt, was gespielt wird, und du hast hier nochmal eine Übersicht, wie das Ganze funktioniert. Move to Earn, du kannst dann hier das Ganze vermieten, du kannst das Ganze kaufen und. Oder andersrum, du kannst es mieten. Je nachdem, in welche Richtung und welche Position du bist, du kannst halt hier dann am Ende des Tages deine Münzen swappen. Du kannst das Ganze auf der Binance Smart Chain nutzen. Und wir sehen dann hier auch, dass die Münzen verbrannt werden. Wie genau und was genau? Falls du da Interesse hast, liest dich da bitte selber ein. Das Ganze ist wie immer natürlich keine Anlageberatung. Ich stelle dir das Projekt nur vor und gebe meinen Senf dazu. Dementsprechend recherchiere bitte selber, wenn du hier investieren möchtest. Wir schauen weiter. Hier werden nochmal die Münzenaufteilungen erwähnt. Und dann hast du hier die Roadmap. Die Roadmap ist jetzt hier bei Mai stehen geblieben und da soll es den privaten NFT-Sale geben, Release der Beta und. Da müssen wir einfach mal schauen, was kommt, und dann sind wir auch schon beim Team. Von den vier Leuten gibt es hier einen mit einem Gesicht und einem Twitter-Account. Wir schauen mal rein und du siehst, da ist der liebe Dave, und zwar ist der Account schon seit 2015 in Betrieb und hier wird einiges von SciGo retweetet. Wir brauchen da jetzt nicht drüber streiten, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Es ist halt einfach ein Profil, aber nicht wirklich aussagekräftig. Wenn wir dann hier mal weiterschauen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, da können wir nichts recherchieren. Und dann hast du hier noch die Ambassadors. Wenn wir mal hier zum Beispiel auf die Leute klicken, dann fangen wir mit dem James an. Und du siehst, dieser ist seit Mai 22 dabei, hat ganze 14 Follower. Der nächste ist seit Ende 2021 dabei, hat gerade mal 100 Follower und dann auch noch hier mit Juni, okay, aber 500 Follower. Also du siehst, das Ganze ist so lala. Wir schauen mal weiter, und zwar hast du natürlich hier noch Social Media. Auch SciGo als SciGo hat natürlich einen Twitter-Account. Hier gibt es schon deutlich mehr Follower, aber auch hier nichts Besonderes. Dementsprechend hast du hier ein paar Ausschnitte, ein paar Bilder und so weiter. Wir schauen jetzt nochmal hier hoch, und zwar hast du hier die Möglichkeit, ein Genesis NFT zu minten. Du siehst, das Ganze kostet 0,6 BNB und du könntest dich hier mit deiner Wallet verbinden. Ich habe das Ganze mal getan mit einer Wallet, die rein für Videozwecke ist, und ich könnte das jetzt hier scheinbar kaufen, aber ich habe nicht genug Geld drauf. Das Ganze wundert mich, weil ich jetzt noch nichts dazu gefunden habe, dass das Ganze schon am Laufen ist. Vielleicht habe ich es halt einfach auch nicht gefunden, je nachdem. Du siehst, du kannst hier also ziemlich viel kaufen, noch recht günstig.
Ob du das tun solltest, musst du selber entscheiden. Wie gesagt, meine Meinung gibt's am Ende. Wir schauen jetzt hier wieder zurück und wir schauen uns jetzt einfach mal hier das White Paper an. Wir klicken dazu mal auf White Paper und hier sind wir bei dem Punkt, wo ich dir eigentlich sagen kann, Copy-Paste. Denn wir haben hier das White Paper von Steppen. Du siehst hier, dass die hier eigentlich alles kopiert haben. Du hast hier zum Beispiel den markierten Satz und den hast du natürlich auch bei Saigo. Und zwar steht das Ganze hier. Ja, das ist 1:1 Copy-Paste. Das tut sich hier überall widerspiegeln. Dementsprechend will ich da jetzt wirklich nicht groß drauf eingehen. Du kannst das Ganze natürlich mal dir anschauen und durchklicken und ausprobieren. Wenn wir jetzt hier mal beim Marketplace sind, können wir spaßhalber nochmal hier schauen, was steht hier beim Marketplace. Und du siehst Trade System, User can buy and sell NFTs. Und wenn wir dann hier mal bei Saigo schauen, User can buy and sell NFT Bicycles. Du siehst also 1:1. Ja, ich wusste nicht, dass man so frech kopieren kann, aber wie du siehst, es geht. Und hier kommen wir auch jetzt schon zu meinem Fazit, weil ich möchte hier nicht weiter drauf eingehen, denn das Ganze ist meiner Meinung nach einfach nur ein riesen Scam. Ich für mich warte ab und kaufe mir irgendwann lieber ein Fahrrad für 3 BNB, als dass ich jetzt 0,6 BNB irgendwo hinpfeffe. Wenn ich sehe, wie billig und wie frech das Ganze kopiert ist, dann vergeht mir die Lust und der Spaß an der ganzen Geschichte, weil du siehst, das Ganze ist wirklich 1:1. Du hast hier das Fahrrad, du hast hier das NFT, du hast hier die 3 Balken, du hast den Hintergrund, du hast hier das Logo und Steppen sieht genauso aus. Dementsprechend brauchen wir nicht drüber reden, dass das wirklich einfach nur Copy-Paste ist. Hier unten haben die sich ein bisschen Mühe gegeben, weil man das doch nicht 1:1 kopiert hat. Aber spätestens dann hier bei der ganzen Roadmap siehst du wieder, dass das ganze Runde bei Steppen einfach hier mit einer Fahrradkette ersetzt wurde und dann hier die Roadmap ist. Vielleicht täuscht das Ganze, vielleicht sind die einfach nur faul und haben sich das gemütlich gemacht und das Ganze kopiert. Aber meiner Meinung nach stinkt das Ganze nach Scam, denn auch die scheinbar möchte gern Entwickler und so weiter sind hier nichts Besonderes. Ja, du kannst das Ganze natürlich hier nicht anhand eines Twitter-Profils festmachen, aber es sieht doch sehr scammy aus. Du hast hier ein nichtssagendes Bild, du hast hier ein Profil, was nur ein bisschen was retweetet hat, aber auch sonst nichts, ja. Dementsprechend meiner Meinung nach Finger weg, weil man kann sich hier sehr leicht verbrennen. Wenn du sagst, du möchtest es trotzdem riskieren, dann ist es natürlich dein Geld, dein Risiko. Aber wie gesagt, ich werde es abwarten, denn auch Steppen hat schon angekündigt, dass sie noch an mehr Sportarten arbeiten, unter anderem an Fahrrädern. Und so denke ich einfach, dass Steppen hier der Spitzenreiter wird. Die sind auf dem Markt, es funktioniert alles, das läuft alles. Auch ich bin sehr zufrieden mit meinem Schuh. Falls du hier mehr darüber wissen möchtest und meine Strategie kennenlernen möchtest, dann lass mir gerne ein Like da und lass es mich auch in den Kommentaren wissen, dass du das wissen möchtest. Und dann zeige ich dir, wie ich das Ganze mache. Aber nochmal hier die Warnung für dich, lass lieber die Finger davon. Wenn du hier anderer Meinung bist oder andere Informationen als ich hast, dann lass auch das mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, meiner Meinung nach, stinkt das 300 Meter gegen den Wind nach Scam und deswegen rate ich einfach jedem ab, hier zu investieren, aber wie gesagt, keine Anlageberatung. Ich hoffe, das kurze Video hat dir trotzdem gefallen. Lass mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns natürlich schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts, only I
can make a change. Slowly take a step.